Ja, jetzt drei, steht er noch beschissen. Zwei, hä? Eins. Was sind denn bei. Ich. Ja, warte, warte. Ich, der wie, hat viele, voll, wie viele hat der? Aber warte mal, seine Achsen bewegen sich so komisch. Die Achsen von dem vorderen. Willkommen zu einer neuen Runde. Ich muss mich durchsetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde im ETS-Konvoi Multiplayer Bumsverlager Gedöns. Was denn die für eine. Mit dabei ist der Shames. Hallo. Der Josh. Hallo. Und ein Typ, der quer durch uns durchfährt. Das kann ich hupen. Ich habe mir extra die Fanfare eingestellt. Weißt du, meine Hupen Mist. Sind kaputt. Ich fahr. Ja, die Hupen gehen gerne mal kaputt. So ja, kann ich jetzt. Ab zum Frauenarzt, Julian. Darf ich das Thumbnail irgendwie machen? Darf ich, nee. Darf ich dann meine Fracht holen? Nee. Thumbnail so. Darf man nicht machen. Doch, ich hab's jetzt einfach. Ah. Nee. Ich fahr jetzt meine Fracht holen. Das Licht ist eh scheiße. Ich fahr dir mal hinterher. Ich muss aus dem anderen Kaff holen. So also wir müssen eh noch ein anderes Kaff, von daher glaube ich, wird das gar nicht so unweit, wie wir glauben, dass es wird. Wir fahren einfach gemütlich. Warte mal, wo muss ich denn hin? Alter, Julian, was ist das für 84 Kilometer. Langes Gerät. Ich hab den Krone aufgehört. Ich muss nach Naan irgendwas. Naan? Oh, geil. Wir haben neulich unser erstes Naanbrot selber gemacht. Das war tatsächlich fantastisch. Nee, Josh, andere Sache, glaube ich. Die Stadt nee. Ist ein Brot. Eure Stadt ist nach Brot benannt. Nee. Jona, ich wollte dir doch zu deinem langen Ding gratulieren. Danke, right. Danke. Also, ich finde das sehr impressive. Das hat die Natur mir gegeben. Fantastisch. Um jetzt nicht auf irgendwelche religiösen right. Plattitüden zurückzufallen. Weil dafür müsste man gläubig sein. Was hat denn bitte jetzt ein langes. Ja, Gott mir gegeben. Aber so was sag ich ja nicht, weil ich bin ja nicht gläubig. Ich glaube, das spricht man, glaube ich, gläubisch aus, habe ich mal gehört. Gläubisch. Ich bin nicht gläubisch. Sag ich euch, ich hab ein bisschen ja, was hab ich denn neulich an was. Hab neulich bei Gronkh wieder irgendwas gesehen, was mich richtig getriggert hat. Wieder so ein richtiges, oder war das irgendein anderes? Gronkh triggert mich öfter mal mit irgendwelchen Dingen, vor allem wenn er offensichtliche Dinge übersieht. Kirschen. Aber nicht ernsthaft. Also, so, also jetzt nicht in irgendwelcher Form von Gronkh hat wieder einen Witz gebracht, der ist einem offended. Ja doch, oh, die Gronkhs Witze offenden mich so hart. Also die alle Randgruppen sind direkt mega, mega ja. down wegen Gronkh. Also der ist wirklich absolut nicht wasserverträglich, du. Ja, ein bisschen. Also ich fahre Vollgas. Nee, es ist okay. Dann fahr ich jetzt halt nur 60. Nee, ist okay. Dann fahr halt ohne uns. Fahr ich halt nur 60. Ja, dann mach den Konvoi halt ohne uns. Ja, mach ich jetzt auch. Ich spiel jetzt auch Project Cars. So. Ah, zu viele Referenzen. Ja, mach mal ein Cash Clean. Kannst du mal aufhören zu regnen? Würden wir Geld waschen? Ja. Clean the cash. Geldwäscher. Ist das eigentlich tatsächlich das Englische für oder nicht? Also Cash ist Bargeld, ja. Ja, aber clean, also im Sinne von Geldwäsche. Ach so, ich habe keine Ahnung. Nee, warte mal, das ist... Meine Englischlehrerin ist gerade leider nicht anwesend, deswegen... ich habe keine Ahnung. Ich wusste das mal. Es spricht für uns, Junge, dass wir das jetzt nicht wissen. Ja, genau, wir sind einfach nicht so im Business drin. Oder vielleicht tun wir auch gerade nur so, weil wir so big im Business sind, dass wir da so tun müssen, als ob wir es wissen. Du kannst gerne tatsächlich ein bisschen die Geschwindigkeit increasen. Ja, gönn dir richtig. So. Take on me. Wobei, warte mal, seit ich das Lied mein Schön gehört habe, kann ich es gar nicht mehr so versauen. Seitdem ich das Lied in The Last of Us 2 gehört habe, habe ich mit diesem Lied dezente Probleme, weil ich mit diesem Spiel dezente Probleme habe. Hatte ich, okay. Oh, vor der Spoiler, dass das Lied kommt in Last of Us 2 vor. Spoiler. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Was ich mich noch gespoilt hat, ich wollte noch mehr von diesen Gitarrenliedern mal hören und dann habe ich gesehen, dass es scheinbar irgendwo ein Saal mit vielen roten Stühlen gibt, der noch ein bisschen zivilisiert aussieht. Das ist das Einzige, was ich schon. Ich hasse mich eigentlich so, aber ich bin echt sonst nie so der Story-Mensch, deswegen ich bin unerfahren darin, mich so zu verhalten, dass ich mich nicht spoilere. Weil normalerweise ich bin weder so mit Serien noch mit so Spielen. Das wollte ich gerade sagen. Ja, aber The Last of Us ist einfach ein gutes Spiel. Allerdings hat mich das. Ich muss halt auch kräftig bremsen. Ich kann ja mit so einem langen Auflieger. Ja, ich bin aber auch spät. James, musst du auch in die Richtung? Allerdings hat mich das Spiel dezent aggressiv gemacht. Und bevor mir jetzt irgendjemand, der das Spiel kennt, irgendwas andichten möchte, nein, es hat nichts mit irgendwelchen Geschlechtsvorlieben von irgendwelchen Charakteren zu tun. Wenn das einen auch antriggert, dann soll man sich auch einfach verbessern. Ja, ganz ehrlich, dann hast du einfach, dann geh bitte einfach.
Ja. Mir geht es eher darum, wie diese gewisse Story-Elemente umgesetzt haben und wie Charaktere, die wir aus dem ersten Teil noch mochten, sich sehr verändert haben und nicht unbedingt zum Guten. Das hat mich sehr angetriggert. Du bist voll nicht mehr Street, so wie früher. Also ich kann das nicht beurteilen, weil, wie gesagt, ich habe die Spiele beide habe ich nie gesehen oder gespielt. Die Sache ist halt nur, das ist dann, go straight. Würde ich jetzt dann mal eher sagen, geht Richtung ernsthafte Kritik, weil es gibt halt wirklich viele, die jetzt da ja den User-Score bei Metacritic beispielsweise runtergevotet haben, weil die einfach nur dumm wie Scheiße sind. Ja, sorry, also es ist halt, also wenn du das runtervotest, geht mir da überhaupt nicht um irgendwelche sexuellen Vorlieben oder irgendwelche turn right. Diversitäten beim Körperbau von irgendwelchen Menschen, das ist mir vollkommen egal. Ja, also ich sag mal so, ich habe auch die Message verstanden, die das Spiel mir vermitteln wollte. Ich finde es nur nicht gut, wie sie es getan haben. Ich weiß noch gar nicht, welche Message mir das Spiel vermitteln wollte. Das ist ja dann was anderes. Darf man die Message, die das Spiel vermitteln wollte, darf man das sagen, ohne dass es spoilert? Das weiß ich nicht. Also mir könntest du das sagen. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer es voll wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht. Spoilerwarnung, spult einfach 30 Sekunden. Liebe Zuschauer, wenn ihr es jetzt nicht hören wollt, einfach mal irgendwie aber eine großzügig. Halbe Minute vorskippen. Ja, aber einfach eine Minute oder so. Oder beendet ja. Einfach die Folge. Geht einfach morgen wieder. Und also, drückt die Türklinke runter. Also die Message, die das Spiel dir vermitteln möchte, ist Hass und Gewalt bringt nichts. Okay, ja gut, das ist mit dem Hass. Oder bringt nur noch mehr Probleme mit sich. Ja, okay, das mit dem Hass, das Hass ein Thema ist, habe ich tatsächlich, oder das eine der zentralen Elemente im Spiel Hass, ist. Gut, okay. Hass, Rache und alle auch Gewalt, das führt zu nichts. Und jetzt sind die Spoiler-Leute wieder da. Das heißt, ich kann das noch kurz einen Witz reißen, dass Gewalt der Imperativ gegenüber einer großen Menge Bäume ist. Und jetzt, meinst du Gewalt von Riva? Nee, Gewalt. Oh. G ist Imperativ und Wald steht für Bäume. Deswegen ist es der Imperativ gegenüber Bäumen. Ja, also, ich habe meine Fracht aufgeladen und wäre dann soweit. Ja, ich würde meine jetzt auch gerne aufladen. Ich muss ja auch hier. Ah, okay. Hier in dem Teil von dem Kaff oder. Ja, hier bei der gleichen Firma. Ah, okay. Ich würde gut, dann ich muss die Zwischenzeit einfach mal gerade nutzen, um nachzuschauen, was zur Hölle ich hier überhaupt transportiere. Zwischenzeit. Ich muss nach Pori. Porenmann. Macht, wo immer er pogen kann. So, ich habe ich habe 6 Tonnen Computerprozessoren. 6 Tonnen? 6 Tonnen Alter. Computerprozessoren. Also, warum habe ich dieses Doppelding hier dran? Also finanziell, muss ich sagen, bist du damit richtig gut. Ich transportiere später 24 Tonnen Getränke, das heißt, ihr werdet mir wieder hinfortfahren. Mit den 6 Tonnen Prozessoren dürfte dein doppelter Trailer wahrscheinlich sogar voll sein. Ja, wahrscheinlich sogar, aber ja, okay, das die hätte man auch ein bisschen kompakter verpacken können. Viel davon ist Verpackung und Luft. Eben, ja. Hätte man kompakter verpacken können. Also aber, Jürgen, du bist eindeutig jetzt der richeste Snob von uns allen, weil du auf jeden Fall die teuerste Fracht hast bei weitem. Ich bin auch die wertvollste Fracht und ich hab 5 Tonnen Dachfenster. Julian ist eh die wertvollste Fracht, das brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein, ist er nicht. Doch bin ich, das rede ich mir jetzt ein. Ja, rede das halt schön. Ja, ich rede mir das jetzt schön. Nee, ist okay. Machst du ja sowieso öfter im Leben. Das stimmt gar nicht. Ich rede mich eigentlich eher schlecht, als dass ich mir irgendwas Alter. Schön rede. Jeden Morgen steht Julian vorm Spiegel und sagt sich, du bist was ganz Besonderes. Nee. Jeder von euch ist etwas ganz Besonderes. Auch wenn es gibt schon Leute, die ganz besonders scheiße sind. Ja. Das möchte ich jetzt bitte jetzt an der Stelle auch mal betont haben. Ich sag sonst nie sowas, aber es gibt schon Leute, die sind schon scheiße. Also es ist einfach so. Josh, es ist ja alles gut. Das war jetzt auch, ich bin jetzt nicht laut geworden, weil Dingens, sondern einfach, ich weil weiß, was lustig es halt einfach ist. Das krasse Gegenteil davon ist, du kennst das ja von dir selbst. Ich mache genau, das, was ich wollte da mal mitmachen. Ich wollte dich einfach mit reinsteigen. Ich finde das lustig, sich da einfach so ein bisschen des Reinsteigens dann reinzusteigen. Nee, aber ich mache auch das, was du machst mit der Selbstkritik. Ich habe ein sehr großes Selbstgefühl. Für dich kann das teuer werden. Ja, für mich nicht. Das ist das Problem. Ich sollte aber mit anfangen. Achso, okay. Ich habe schon gedacht, muss ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwas mit dem Kanal zu tun? Nein, dein Aufregen, das wird nicht teuer. Reichweite, aber jetzt, ich habe es dann schon verstanden. Muss ich irgendwie aufpassen, was ich sage? Nicht, dass ich. Nein. Darf ich meine Zuschauer, natürlich ist es nicht auf meine Zuschauer bezogen. Ihr seid bestimmt, alle toll.
Ganz bestimmt. Jeder von euch ist eine ganz tolle Schneeflocke. Ah, und, schön. Aber Schneeflocken sind doch jetzt alle gar nicht da, weil. Ja, ich wollte heute meine Schneeflocke in meinen Truck haben. Ich habe mir auch, ich habe so richtig fett geshoppt, diesen Sale tatsächlich. Ich habe mir sogar dieses eine Pack geholt. Jetzt kann ich mir da sogar so einen, statt einen Plüschwürfel, ein Plüschherz dahin hängen. Das hat allerdings farblich nicht mit den anderen Farben harmoniert, die in meinem Falle tatsächlich Schweden zeigen sollen. Sowohl meine Schwedenflagge als auch der Trailer sind in dieser Farbe gehalten. Sowohl auch dieser Teppich im Interieur und entsprechend hat da ein pinkes Herz leider nicht reingepasst. Deswegen ist es dieses Mal was anderes geworden, aber nächstes Mal kann ich da ja vielleicht ein bisschen flexibler sein. Flexibility. Ja, ich will auch den Leuten, die meine Thumbnails machen, denen möchte ich ja auch ein bisschen Erfolgserlebnisse bieten. Ja, die sind super. Also auch Raupis sind super, möchte ich mal gerne an dieser Stelle angemerkt haben. Da kommt keiner. Bremsen kann ich. Ja, nee, ich muss nur gucken, weil wir hatten halt Rot und da ist noch ein bisschen kritischer, wenn man dann einfach fährt. Ich sag mal, einfach fahren. Was machen wir? Biegt ihr rechts ab? Ja, ich muss ein bisschen. Da gibt meine Frage. Also nicht hier in dem Kaff, sondern das ist im Norden. Also wir fahren jetzt irgendwie Richtung Norden. Wenn wir gerade bei Findet Nemo sind, ich habe neulich, weiß ich nicht, meine tiefe innere Zuneigung und meinen Fanismus zu Herrn Rochen entdeckt. Ich finde Herr Rochen irgendwie knuffig. Okay. Ich finde generell so strange Teile von Filmen, also die wirklich, das ist nicht nur die zweite Reihe Person, sondern so vierte Reihe, die einmal kurz durchs Bild schwimmen. Die finde ich teilweise cool. Ich muss sagen, Herr Rochen ist mein Lieblingscharakter aus Findet Nemo. Ja, es interessiert jetzt auch keinen, aber es gibt nichts zu sehen. Ist einfach fantastisch. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, bitte, ja, bitte. Ja, fantastisch. Wir müssen hier keep right out. Oh, das ist aber eine sehr kurze Ausfahrt hier. Uppala. Uiuiui. Uppala. Vielleicht fahren wir jetzt sogar noch rüber. Right. Unfassbar. Das passiert vielleicht, wenn man mal ganz kurz aufs Handy guckt. Also wir müssen hier nur mit gutem Beispiel vorangehen. Ich nicht, ich habe keinen Führerschein. Guckt nicht aufs Handy, Kinders. Wenn ihr fahrt, weil das Ergebnis habt ihr gerade gesehen. Ja, oder ihr seht regelmäßig in den USA. Ja. Exit right. Oder ihr seht das regelmäßig, weil das dann die Leute sind, die mich hier exit richtig right schön wegkommeln. Ja, es ist auch einfach nur knallhart weggeömmelt. Ja, richtig weggeömmelt. Ich weiß nicht, also wenn Lisa nachher wieder da ist, dann kann ich sie mal fragen. Ich habe die Teilmann mega Witz gerissen, der wieder über zwei Ecken ist, aber der hängt irgendwie damit zusammen, dass ich mit dem LKW über eine Leitplanke fliege im ETS. Irgendwie war das ein Wortwitz, der dann darin gemündet ist. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war. Aber ich glaube, er war gar nicht mal so scheiße. Warte mal, das da vorne sieht interessant aus. Was soll denn da fahren? Hier ist es hier links. Ah, das ist hier links. Sieht aber auf dem Navi ganz schön geradeaus aus, dafür, dass das hier links ist. Sag mal, Josh. Ja. Gibt's eigentlich auch Leitplanken mit Zucker? Also ohne Leit? Ich habe es gedacht, gibt's auch Leitplanken, die, weiß ich nicht, auch außerhalb von Trauer. Ich hab doch die Macht, ne? Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ein bisschen kürzer. Ja, ist aber okay. Kann man auch mal machen. Haben wir jetzt auch in 7 Folgen gecuttet? Ganze 7 Minuten pro. Eine Minute pro Tag. Alle 7 Tage. So. Wobei wir machen schon ein bisschen länger als. Ihr kriegt sogar 2. Der Witz von mir war von Josh inspiriert. Ich habe seine Omsi-Folge heute noch gesehen. Ich nicht. Die ist leider schon ein bisschen aufgenommen. Es tut mir tatsächlich leid, wenn eigene. Es tut dir leid. Was noch schlimmer ist, also die von heute, die ist doch gar nicht mal so alt. Richtig olle Kamellen sind, ist die davor kam, von dieser, weiß ich nicht, spanischen Karte. Die sind älter als Bad Tügelsdorf. Josh. Also wir hatten es ja letztes Mal von dem asynchronen Aufnehmen, ja. Also ich finde das furchtbar, dass du deinen Zuschauern so einen alten Ranz da hinwirfst. Ja, und die werden besser, wenn die eine Weile hängen. Das ist wie Käse oder so ein guter Schinken. Ich weiß, das ist deine Videos sind Räucherschinken. Die reifen auf meiner Festplatte oder bei YouTube auf dem Server. Und wenn sie nicht alt sind, ist es Schinkenkäse. Karte gar nicht mal so schlecht, aber als ich gesehen habe, dass es das nur als Excel-Datei gibt, da war ich raus. Ja, aber wenn du 7-Zip hast, dann kannst du die Excel-Datei öffnen und den Kram da einfach rausholen. Aber nicht bei allen tatsächlich. In dem Moment war ich halt raus. Also bei ein paar konnte ich das.
Also ein paar Exe, ich glaube, es kommt auch dran, was das für welche sind. Weil es gibt ja auch, also meinetwegen so eine Installationsexe von einem Spiel oder ja, so, das enthält ja auch viel Scheiße. Also ja, Scheiße. Aber der Vorteil ist bei den OMSI-Geschichten. Genau, die meisten gehen, ja. Ja, bei den OMSI-Geschichten kannst du den Content halt auch klar erkennen in dem Sinne. Ja, das stimmt. Weil ja. Der halt wirklich ja, die Exe-Datei ist ja nur dazu da, macht Copy-Pasta. Ja, halt ein Self-Extractor. Es gibt tatsächlich Exe-Dateien, die prüfen, ob das eine OMSI-Installation ist. Die kannst du aber ganz einfach verarschen, indem du einfach die Ordnerstruktur nachstellst. Da ist aber wieder die Frage, was die halt abprüfen, weil die werden halt nachfragen, gibt es das und das und muss halt wissen, was die fragen. Eine also, Frage. Ich sag mal so, ich hab bei den Exe-Dateien zwei Vorgehensweisen. Die erste, ich versuche mit 7-Zip den Content rauszuholen. Ja. Wenn das nicht klappt, Pech gehabt, dann ist nämlich Vorgehensweise 2 wieder löschen und drauf scheißen, weil das kann mir nicht so wichtig sein, dass ich von irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinem Menschen. Der jetzt, weiß ich nicht, eine Map erstmal um sie Menschen teilt. Easy. Den möchte ich nicht. Also, ne, ich möchte niemandem irgendwas Böses, aber an meinen Rechner kommt keine Excel-Datei dran. Die ich nicht von einem verifizierten Entwickler irgendwo her habe. Ja, geht mir ähnlich. Also, ich nutze nur den Windows Defender und der ist zwar mittlerweile unter Windows 10 wirklich nicht mehr verkehrt, aber ich bin halt bei sowas vorsichtig. Wenn mir Microsoft schon sagt, hier, nichts. Lass mal lieber. Also, erstens das, aber verifizierte Sachen können halt auch Sachen kaputt machen, ne? Ja, klar, Steam. Absolut. Ja, aber und halt spontane eher weniger bösartig als, Das fuckt mich immer noch ab. Also das Bösartigste, was ich bisher gemacht habe mit meinem Rechner, waren unsere ETS-Profile. Weil die Cheat-Engine, die kommt zwar von einem, von einer vernünftigen Quelle, aber... Ich wollte ja jetzt nicht 4 Profile erstellen, die benennen und dann da das Geld cheaten, sondern ich habe das ja mit einem Basisprofil gemacht, das habe ich hochgecheatet und dann habe ich die umbenannt. Und dann brauchst du ja, habe ich ja schon mal erzählt, einmal von aus dieser russischen Seite, diese eine Jar, die die Dateien entschlüsselt und diese andere Jar, die aus dem Namen dann diese Ordnererkennung, diesen Hash generiert. Turn left. Und das muss übereinstimmen mit dem Namen, der in der Datei drin steht. Deswegen brauchst du da diese beiden shady Tools. Aber das war so das Schlimmste, was ich bisher gemacht habe, aber auch nicht mehr mit dieser Windows-Installation. Das Interessante ist, daran erinnere ich mich gar nicht, weil ich fahre immer noch mit dem, ich glaube, das heißt jetzt nicht sogar noch J-Game Pictures-Profil. Also ich fahre seit... Ich habe dir aber mal ein Josh-Profil Das kann gemacht. Sein, wahrscheinlich habe ich das irgendwie, ja... Ist das vielleicht das, was du für dein Singleplayer-Let's Play nutzt? Das kann sein. Ich weiß es echt nicht. So zurzeit mische ich dieses Profil immer, also darauf spiele ich jetzt auch, sagen wir mal, wenn ich mal jetzt in letzter Zeit weniger, weil wenn du halt jede Woche hier im Konvoi fährst, dann, aber ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist das irgendwo in meiner guten Organisation, ja. Okay. Fantastisch. Ohne Scheiß, Josh, ich habe deine Düsseldorf-Folge gesehen. Ich hab wieso fantastisch gesagt? Ich habe kurz überlegt, einen Fantastisch-Counter in die Kommentare zu schreiben. Ich habe die komplette Folge gesehen und habe so gesagt, fantastisch. Hättest du noch ein bisschen gewartet, hättest du es mit Fahrplan gehabt, ne? Ja, ich... Der kam irgendwie 2 Tage nach deinem Video. Ja, wenn da in Steam... Inklusive Kirmes. Wenn da in Steam im Changelog steht, dass es den Bereich gibt, dann... Gib es den Bereich und dann wird das gezeigt, weil man will ja nicht seine alte Porto-Folge vor 2 Monaten veröffentlichen. Ich warte, bis es den Fahrplan gibt. Ja, nee, man muss ja mal hier Exclusive Premium Content. Und ich habe seitdem halt auch gar nicht mehr aufgenommen. Also alles, was bis daher kam, jetzt ist alles halt alt. Deswegen bin ich ganz froh, weil ich hätte gar keine Zeit gehabt seitdem. Ich auch nicht, mein OMSI ist seit dieser Selbstreparatur irgendwie leicht zickig geworden. Welche suboptimale Situation, ich wollte heute vor der Aufnahme noch die Streamankündigung aufnehmen und sie heute noch, was sonst wird das klar. Subfavorisierst es? Wann streamst du? Streamst du morgen oder? Samstag. Also, liebe Zuschauer, letzte Woche. Liebe Zuschauer, letzte Woche Samstag. Ja, es ist fantastisch. Ich habe mal wieder richtig meinen Skill bewiesen, muss ich sagen. Ich bin einfach unglaublich stolz auf mich. Josh, der Skiller. Ja, ich bin natürlich so unorganisiert. Beachte das S vor dem Killer. Ey. Ja, also Skiller, nicht Killer. Ja. Was ist das hier eigentlich für ein Kaff?
voll hat Kaff. Shams biegt rechts ab. Ich biege hinter Shams mal rechts. Ja, achso, ist er so weit hinten dran. Okay. Recomputing. Ich wusste nicht, dass ihr so weit hinten dran seid. Get ready to turn left. Get ready to turn left. Ich turn aber nicht left. Turn left. Die Stimme hält mich dran. Wir schauen gerade bei Pan okay. Irgendwie dieses irgendwas Spiel mit, ist das irgendwas mit Ariane oder sowas? Und Pan, Ariane. Ich weiß, es, ich glaube, James kann, die, kann das jetzt nicht geben, aber ich finde das mega lustig, weil sie dafür eine, für so eine extra Stimme immer, wo wir hier synchronisiert. Ich ja, kann mir die Frau einfach nicht geben. Ja, genau, das wollte ich sagen. Deswegen, ne, aber die Stimme hat mich gerade dran erinnert, weil die da oben so redet. Ja, das finde ich lustig. Ich fahre mal kurz sehr lustig. Zur Werkstatt. Da komme ich auch hin. Die Schäden beseitigen, die ich hier an meinem LKW habe, seit ich hier hinten drauf gefahren bin. Die Schäden beseitigen, die ich an meinem LKW habe, seitdem ich der Leitplanke seitlich drauf gefahren bin. Also hat die Leitplanke bei dir Leid verursacht? Ja, das ist eine Leitplanke. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in Wartung. Wartung? Ja, es ist, nicht mehr Tung, es ist Wartung. Und der arme Tung ist nämlich gestorben. Schade. Ich hab gedacht, er wurde vom LKW überfahren. Tragisch. Ich wollte jetzt mal wieder ein Madeira-Witz bringen. Und wenn es hier YouTube-mäßig nicht mehr läuft, dann kann er eine Werkstatt eröffnen und sie Wartunge nennen oder sowas. Das ist ganz witzig. Ja, da bist du ungewartet, kannst du sie nennen. Ungewartet. Ungewartet. Ich hab ihn aber nicht dazu gezwungen, dass er so scheiße fährt. Das hat er schon selber gemacht. Er hat sich selbst dazu gezwungen, scheiße zu fahren. Ja. So ist denn der Schorsch jetzt hin. Der ist hier bei Salo. Da, wo James ist. Salomi. Ich würde aber vielleicht einmal, wenn ich es denn hinkriege, links fahren zum Freischalten. Was? Ja, ich war da schon. Go straight. Nee. Doch, der hat sich echt weggespawnt. Ist der so unfähig? Okay. Also no offense, falls das jetzt einer von euch war, liebe Zuschauer, aber... Ja. Wie vorher schon erwähnt, ist es jeder von euch ist toll. Get ready to turn left. Jeder auf seine Art und Weise. Habt ihr gesehen, um mal turn so ein ETS-Thema reinzubringen, das habe ich zufällig in den Patch Notes gesehen. Es gibt jetzt eine Public Beta 1.38 und da haben die diese Shops, also da wo du, also die Händler haben die da komplett neu designt und der Mercedes-Händler, alter Finne, der sieht so unfassbar geil aus, das ist unglaublich. Also da sieht halt jeder Händler komplett anders aus und das ist richtig fantastisch. Und ich bin hinter dir, genau, wir können... Okay, da wir in Finnland sind, widerspreche ich dir auch nicht. Warum? Ja, weil du alter Finne gesagt hast. Okay. Ich habe jetzt gedacht, das hängt irgendwie mit den Benz zusammen oder sowas. Nee, das ist nicht der Gym. Aber ich würde mal ganz kurz hier stehen bleiben wegen der Planung oder das können wir auch nachher machen. Also wir wollen kurz zu James vorfahren. Ja. Ich möchte jetzt nichts anderes sagen. Was, du möchtest zu James vorfahren? Ja. Okay. Die kennst du, die sind aber fast alle tot. Glaube ich. Ich kann die ja trotzdem noch anrufen. Ich bin ja so hell wie ein Geist. Also mein Navi sagt jetzt erstmal rüber nach Schweden. Dann... Stockholm, Jönköping, Helsingborg, Malmö, Odense, Hamburg. Von da aus würde sich nach Hannover. Hannover, ja. Mhm. Hannover, dann, Köln. Dann die A2 Richtung Dortmund nach Köln. Und von da aus könnten wir über Frankfurt am Main, Nürnberg hoch nach Dresden. Ja, wir könnten sogar die Querstraße, die ich noch nicht freigeschaltet habe, also zwischendurch. Die Landstreet. Also liefere ich als erstes ab. Ja. Das ist die Kinder Country Street. Also wenn wir noch Zeit und Lust haben, aber das wird schon sehr viel Strecke, wie ich gerade sehe. Okay, also, Ding. Dö Fragen habe ich. Frage 1. Wir ändern also nichts an der Route, die es Navi vorschlägt. Also ich musste was ändern, weil ich halt nach Ostdeutschland musste, genau. Aber wenn er bei dir über die Asien fährt, ja, weil dann Punkt 2 wäre nämlich, ich liefere ja als erstes ab. Hannover, ja. Hannover, ich dementsprechend. Ich muss jetzt erstmal nur Hannover da reinbasteln, ja. Weil... Genau, Hannover. Ich warte halt bis Hannover, dann habe ich dann quasi meine Fracht abgeliefert und danach programmiere ich den Rest ein. Ah, wobei, ich würde gerne eine kleine Änderung machen, das habe ich nämlich noch nicht freigeschaltet, das macht, glaube ich, 2 Meter mehr. Nee, nördlich von Helsingborg, also Vegsjö auf der Höhe Vegsjö. Ja, du willst gerade die kleine Landstraße bei Björk vorbei, ne? Ja.
Entweder direkt bei Björk oder ich glaube, ich mache mal direkt bei Björk. Da war ich noch nicht. Sorry. Gut, habe ich mit eingetragen. Ja, das muss ich ja mal machen. Wo ist denn Björk? Das ist so eine ganz kleine, popelige Landstraße zwischen Jönköping und Helsingborg. Die geht so quer da durch. Borg. Also wenn du von Fexio Richtung Westen fährst. Genau, auf der Höhe. Bis zur anderen Seite einmal. Heavy 10. Ja, die habe ich ja nämlich auch noch nicht, die Straße. Ich habe die auch noch nicht, von daher ist das vollkommen in Ordnung. Josh, dann können wir uns jetzt alle schon mal Gedanken machen, in welcher Form wir denn diese Straße fahren. Ob wir jetzt dann die Straße abfahren oder ob wir den kleinen Schlenker dann noch mitnehmen. Ich habe mir tatsächlich ins Navi den Punkt zu Björk auch tatsächlich noch gesetzt. Oh, der feine Herr fährt sogar im Kreis. Ja, Josh, fahr mal vor, bei dir ist immer Achso, du willst den Pali haben. Ich will die Pali nämlich ehrlich gesagt nicht haben. Die soll schön 1,50 Abstand halten, bitte. Ja, fahr mal vor. Stell den Taro auf erstmal 70. Da kommen wir erstmal hin und dann können wir mal schauen. Das weitergeht, meine Damen und Herren. Ja, einsteigen, mit dabei sein. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein, die nächste Runde rückwärts. Frei sein erinnert mich wieder an Dating Ariane, ehrlich gesagt. Aber, ist ein super Spiel. Das driftet aber schon stark ab. Ich hätte das am Anfang nicht gedacht. Also das driftet schon sehr ab. Wär mir viel zu aufwendig, das Spiel. Wenn ich das jetzt playen wollen würde, weil du musst es halt alles zensieren. Ja. Da kann man froh sein, dass man... Also ich glaube, jetzt im zweiten Teil, den wir jetzt geschaut haben, da hat irgendwie Gronkh den ganzen Kram zensiert. Es ist halt schon lustig gemacht. Also da sind ganz viele Pan-Sitz und sowas versteckt. Das ist schon ganz lustig. Okay. Oder diese ganzen coolen, diese sowieso schon meme-artigen Gesichtsausschnitte der Leute. Ah, es ist schon fantastisch gemacht. Fantastisch. Fantastisch. Ich bin ein absoluter Vollidiot. Jonas, erzähl uns was Neues. Ja, ich hab nämlich nichts zu trinken. Ich bin sonst nicht so gemein. Mann, ich darf das nicht machen. Doch, darfst du. Ich kann es vertragen, Josh. Also ich hab jetzt leider nicht zugehört. Was ist dein Problem? Ich hab nichts zu trinken hier stehen. Achso, oh. Aber ist nicht schlimm. Ich hab gerade schon zweimal hingegriffen. Also, wir müssen ja gleich sowieso Fähre fahren, dann kannst du dir ja was holen. Aber Josh, erstens, ich kann es vertragen aus mehreren Gründen. Der erste wäre vielleicht, dass ich mittlerweile seit fast fünf Jahren im Ruhrpott wohne. Und hier sind die Menschen halt so und ich liebe es.